Hallo ihr da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein leckeres Pastagericht, denn ich werde sehr oft nach meinen Lieblingsgerichten gefragt, insbesondere nach den Pastagerichten, die ich so am liebsten habe. Und für diejenigen, die schon länger zuschauen bei mir, die wissen, ich bin ein unheimlicher Pasta-Fan. Was eigentlich in der originalen Carbonara drin ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Dieses Rezept schmeckt mir aber so ziemlich am besten und ich zeige euch direkt, wie ich es zubereite. Wir brauchen erstmal eine Schüssel, da gebe ich die Sahne dazu. Dann brauchen wir 3 Eier, aber nur das Eigelb. Die kommen dann in die Schüssel. Anschließend den Parmesan dazugeben, ordentlich pfeffern und salzen. Und anschließend gebe ich etwas Butter in eine Pfanne, erhitze das Ganze und brate den Speck richtig schön kross an. In der Zwischenzeit rühre ich schon mal die Sahne um mit dem Parmesan. So, dass alles richtig schön verbunden ist. Und natürlich den Speck nicht vergessen. Nicht, dass er uns noch anbrennt. Alles schön umrühren. So sieht das schon super aus. Und wenn der Speck fertig ist, gebe ich die Nudeln dazu. Dann die Sahne mit dem Parmesan. Alles vom Herd nehmen, das ist ganz wichtig, weil das Ei sonst stockt. Und alles nochmal umrühren. Ein wirklich einfaches, aber sehr, sehr leckeres Gericht. Obwohl ich dazu sagen muss, die Carbonara habe ich lange Zeit nicht zubereitet. Früher war Gorgonzola immer Platz 1 bei mir und es teilt sich so fast 50-50 den Platz 1. Also Carbonara und eine leckere Gorgonzola-Soße mit Pasta, das ist auch was Feines. Die Mengenangaben sind unten in der Infobox aufgelistet. Besucht auch mal meinen Online-Shop, da gibt es leckere Gewürze, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kanal abonnieren, damit ihr die kommenden Rezepte nicht verpasst. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.